noch immer ist nicht klar, ob die seit Anfang November geltenden Kontaktbeschränkungen zu einer Trendwende führen. Sollte es nicht gelingen, auch das sagt der RKI-Chef, die Zahl der Neuinfektionen einzudämmen, drohe die Gefahr, dass Patienten nicht optimal versorgt werden könnten. Schon jetzt arbeitet das medizinische Personal auf den Intensivstationen am Limit. Die ersten Krankenhäuser suchen nach Freiwilligen, um Lücken zu füllen. Wir haben eine von ihnen getroffen. Der Bundestag. Hier arbeitet Susanna Wiegand schon seit 18 Jahren. Aber sie hat noch einen zweiten Job. Als die Corona-Pandemie in Deutschland begann, meldete Susanna Wiegand sich freiwillig als Krankenschwester. In der Berliner Charité arbeitet sie in Teilzeit auf der Intensivstation. Wiegand hat gerade eine 9-Stunden-Schicht mit Corona-Patienten hinter sich. Jetzt geht sie ins Büro, um noch ein paar Arbeiten für ihren Vollzeitjob zu erledigen. Ich kann nicht mit gutem Gewissen zu Hause bleiben und meine Kollegen schuften sich auf der Intensivstation ab, obwohl ich diese Ausbildung habe und sehr gut helfen kann. Also mache ich das auch. Das ist selbstverständlich für mich. Ihre Hilfe wird gebraucht. Deutschlands Intensivstationen stoßen zunehmend an ihre Grenzen. Judith Hepe ist Pflegedirektorin der Charité. Sie legt den Finger in die Wunde, um auf die Probleme im deutschen Gesundheitssystem aufmerksam zu machen. Wir haben genügend Beatmungsgeräte, wir haben genügend Bettplätze, wir haben genügend Schutzmaterialien. Das, was einen Sorge macht, ist, dass all die leeren Betten, die da angegeben werden, nur bedingt bespielbar sind, weil schlicht und ergreifend das Personal fehlt. Um Herr der Lage zu werden, möchte die Charité ehemalige Pflegekräfte wieder anwerben. Freiwillige wie Susanna Wiegand. Sie machte vor mehr als 25 Jahren eine Ausbildung zur Krankenschwester, aber entschied sich letztendlich für einen anderen Beruf. Jetzt sind ihre Kolleginnen dankbar, dass sie zurückgekehrt ist. Die Intensivstation ist voll ausgelastet. Wenn man dann 3, 4 Covid-Patienten hat und eine einzige Kraft steht nur zur Verfügung, das ist schon ziemlich heftig. Das geht alles nur ganz, ganz schnell und dann gehe ich doch schon raus mit einem ganz traurigen Gefühl, weil ich den Patienten nicht die Aufmerksamkeit geben konnte, die ich eigentlich geben wollte. Trotz steigender Infektionszahlen, noch ist das deutsche Gesundheitssystem nicht überlastet. Den Mangel an Pflegekräften gab es auch schon vor der Corona-Krise. Susanna Wiegand hat ihre alte Liebe für diesen Beruf wiederentdeckt, trotz der hohen Arbeitslast. Sie sagt, sie könnte sich sogar vorstellen, vollständig in die Pflege zurückzukehren. Dafür müssten sich aber die Arbeitsbedingungen verbessern. Über die Lage in den Krankenhäusern wollen wir sprechen mit dem Präsidenten der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, mit Professor Dr. Uwe Janssens. Ehemalige Pflegekräfte, die in ihren Job zurückkehren, wie hilfreich können die auf Intensivstationen sein? Ja gut, das gerade in Ihrem Beitrag gezeigte Beispiel von Frau Wiegand ist natürlich beispielhaft. Und das ist natürlich eine Riesenhilfe. Eine ausgebildete, voll ausgebildete Gesundheits- und Fachpflegekraft zurück in den Beruf zu holen und sie dann doch wieder arbeiten zu lassen, wo sie früher mal gearbeitet hat, das ist eine Riesenhilfe. Natürlich muss sie sich auf neue Umgebungsbedingungen einstellen, aber viele Sachen haben sich über viele Jahre, sie hat ja 25 Jahre vorher das gelernt, nicht verändert. Und darüber hinaus gibt es jetzt auch Schulungsmodule, die wir jetzt vor kurzem auch publiziert haben, wie wir aus verschiedensten Bereichen in den Gesundheitsberufen Medizinstudenten, Ärzte, aber auch Krankenpflegekräfte in anderen Bereichen, wie Frau Wiegand arbeiten, wieder zurückholen können, dass sie zumindest eine Unterstützung in der Intensivmedizin oder in anderen Bereichen des Krankenhauses, die sich auch um Covid-19 oder andere Patienten kümmern, darstellen können. Mir haben Mediziner mal berichtet, wenn Sie in eine Intensivstation kommen aus Fachgebieten, die jetzt nicht Intensivmedizin sind, dann fühlen Sie sich oft wie Azubis. Können solche Mediziner auf so einer Intensivstation überhaupt helfen?
Nein, ich glaube, das ist tatsächlich wäre nicht möglich und nicht realistisch. Das sind tatsächlich hochspezialisierte Anforderungen, werden da gestellt. Und da können Ärzte, die jetzt zum Beispiel aus anderen Bereichen kommen, wahrscheinlich wenig helfen. Nichtsdestotrotz könnten bestimmte Helfende aus den medizinischen Berufen unterstützend eingreifen und können auch in bestimmten Tätigkeiten relativ rasch angelernt werden, sodass sie dann die Fachpflegekräfte beispielsweise, aber auch die Intensivmedizinerinnen und Intensivmediziner entlasten. Und das wäre schon ein ganz vernünftiger Weg. Im Übrigen haben wir viele Bereiche im Gesundheitswesen, die jetzt gerade angesichts der Covid-19-Pandemie, Corona-Pandemie tatsächlich Hilfe brauchen können aus medizinischen Bereichen. Denken wir doch mal an dieser Stelle an die ganzen Impfzentren, die demnächst aufgebaut werden müssen, Testzentren, die wir betreiben könnten mit Helfenden, die da wirklich als Quereinsteiger aus einem ehemaligen Beruf, der sich damit beschäftigt hat, sicherlich massiv helfen können. Also das bezieht sich jetzt nicht nur auf die Intensivpflege. Und drittens sage ich ganz ehrlich, die Krankenhäuser sollten endlich mal anfangen, wie das die Charité übrigens schon macht, aus dem Regelbetrieb auszusteigen, dann zunächst die Operationen runterzufahren, die man verschieben kann. Denn da setzen wir viel, viel Fachpflege frei, zum Beispiel Anästhesie und Intensivpflege, die in den OP-Sälen arbeiten. Die können dann relativ gezielt die Kollegen sogar tatkräftig mit unterstützen. Noch kurz, haben Sie das Gefühl, dass die deutsche Öffentlichkeit wirklich weiß und zu schätzen weiß, was im Moment auf den Intensivstationen los ist? Ich denke, viele wissen es. Diejenigen, die es wissen, äußern sich nicht. Diejenigen, die es nicht wissen, die äußern sich im Moment massiv. Das muss man ganz klar sagen, wenn man einfach die Diskussion gestern im Bundestag verfolgt, wie damit umgegangen wird von einer bestimmten Partei, Herr Gauland, wie der sich geäußert hat. Oder wenn man die Demonstrationsleute sieht, die sich immer noch dagegen stemmen, anzuerkennen, dass es diese Situation gibt, die Intensivpflege und die Menschen, die dort im Augenblick auf den Intensivstationen arbeiten. Das kann ich Ihnen versichern. Die machen wirklich einen unglaublichen Job. Und die geraten zunehmend unter Druck und sind auch traurig darüber zu sehen, dass es Leute draußen gibt, die das ignorieren und sogar sagen, das gibt es nicht. Das ist eine richtig brutale Realität, die dort herrscht. Und ich wünsche jedem einmal da 4-5 Stunden mal daneben zu stehen, das zu beobachten. Dann ist er geheilt von diesem Irrsinn. Professor Dr. Uwe Janssens, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Wie entwickelt sich die Corona-Lage? Darauf gehen wir in unseren Corona-News ein und starten in den Vereinigten Staaten. In den USA ist die Zahl der Corona-Toten auf über eine Viertelmillion gestiegen. Laut Johns Hopkins Universität starben seit Pandemiebeginn 250.180 Infizierte. Dies ist die mit Abstand höchste Zahl an Corona-Toten in einem einzigen Land. Auch die Zahl der Infektionsfälle ist in den USA am höchsten. Der Pharmakonzern Pfizer steht nach eigenen Angaben kurz davor, für seinen von dem deutschen Unternehmen BioNTech entwickelten Corona-Impfstoff eine Notfallzulassung in den USA zu beantragen. Mit einer solchen Zulassung können Impfstoffe eingesetzt werden, obwohl längere Studien zur Sicherheit und Wirkung noch fehlen. Auch in Deutschland bleibt die Zahl der Corona-Neuinfektionen auf hohem Niveau. Doch aus Sicht des Robert-Koch-Institutes zeigt der Lockdown-Light im November eine erste vorsichtige Wirkung. Immer mehr Kritik gibt es indes an der vom Kanzleramt geplanten Ein-Kind-Regel, nach der sich Kinder nur mit einem anderen Kind treffen dürfen. Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte spricht von einer großen Belastung.